Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Wir sind geschneuzt und gestriegelt und gestärkt und haben neue Fähigkeiten gelernt. Okay, ja. Wir dürfen jetzt bessere Trophäen von getöteten Tieren erbeuten, was uns sicher gutes Geld bringt. Ich hoffe es zumindest. Und wir werden auch sogleich mit einer schönen Aussicht, da war ich auch noch nie, werden wir weiter questen. Was haben wir denn da? Einen Pfeil? Mehrere Pfeile. Die nehmen wir gerne mit. Dann. Die Flasche ist für nichts. Die ist auch für nichts. Da können wir uns mal kurz... Kann man sich da hinsetzen? Na. Schade. Wäre jetzt cool gewesen. Dann schauen wir uns so. So. Schöner Ausblick. Und wir schauen uns die nächste Quest an. Beziehungsweise noch immer dieselbe. Wieso vergesse ich immer die abzugeben? Was stimmt mit mir nicht? Das frage ich mich schon des Öfteren. Was stimmt mit mir nicht? Was macht er da? Ja, doof sein. So, und porten. So, schon besser. Und jetzt auf zu Jora. Haben wir das jetzt schon gemacht? Habe ich ihm die Waffe nicht schon gegeben? Ich bin verwirrt, wieder einmal. Hui! Und? Hui, hui! So. Und weiter geht's. Lalilalila. Vielleicht können wir noch eine Abkürzung nehmen. Wa. Hui! Tada! Da haben wir es geschafft. Mal kurz husten wieder zwischendurch. So. Jora. Angrim sagt mir, hier soll eine Alex-Waffe liegen. Ornir handelt mit geklautem Schrott. Boah. Na, warte. Immer dieser blöde Husten. Also. Was? Wir speichern wieder mal. Ein neuer Spielstand. Ich glaube, ich muss noch einen Schluck Kaffee trinken. Jora. Angrim sagt mir, hier soll eine Alex-Waffe liegen. Jupp. Angrim sagte mir, hier soll eine Alex-Waffe liegen. Richtig. Was willst du damit? Er will, dass ich sie ihm bringe. Ah, ich verstehe. Und wo genau ist sie? Ist es überhaupt erlaubt? Wo ist sie? Und wo genau ist sie? In meiner Hütte. Das wird er dir sicher auch gesagt haben. Kann sein. Du hast jetzt deine Informationen. Ich muss mich wieder anderen Dingen widmen. Hä? Du sollst sie mir geben, du Depp. Wenn ich jetzt leicht verwirrt bin, wieder einmal, ist das jetzt eh nichts Verwerfliches, oder? Lass den Unfug. Das heißt, ich darf sie einfach mitnehmen, oder was? Diese Alex-Waffe. Oder fällt das jetzt... Es ist verboten. Was? Muss ich jetzt stibitzen oder was? Weil dann muss ich schlafen gehen. Bis Mitternacht mal schauen, wie er pennt. Jetzt wird's dunkel. Das Bett knarzt. Ich gehe mal aus dem Haus raus. Vielleicht legt er sich ja hin. Kann man dann irgendwie schleichen? Ich habe ja nicht probiert, wie man schleichen kann. Oder muss man das auch erst lernen? Könnte nämlich auch sein, dass man das erst lernen muss, ne? Ich drücke einfach mal ein paar Knöpfe, vielleicht. Geht das ja irgendwie? Technik. Pah.
Na, da geht nichts. Schleich muss man scheinbar erst lernen. Wenn ich das jetzt nehme, ist sicher Diebstahl, ne? Bohnenliebe 2, was ist denn das? Du wagst es hier zu stehlen? Ich. Genug. Unser Gesetz ist in diesem Fall eindeutig. Du hast mir doch selbst gesagt, wo ich die Waffe finde. Das habe ich. Aber ich habe kein Wort darüber verloren, dass du sie auch nehmen sollst. Und wenn schon, Angrin gab mir den Auftrag und den führe ich aus. Ja? Er gab dir auch noch etwas anderes mit auf den Weg. Ich verstehe nicht. Das wirst du bald. Folge mir. Hoffen wir für dich, dass er Milde walten lässt. Hä? Du vergreifst dich also an unserem Eigentum. Niemandem ist es gestattet, vom Schlund Technik zu entwenden. Insbesondere, wenn es sich um eine Elex-Waffe handelt. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Du hast mir den Auftrag dazu erteilt. Und ich habe dich mit unserem Gesetz vertraut gemacht. Technik ist verboten. Und hat einzig und allein beim Schlund ihren Platz. Du wirst in Zukunft deine Taten besser hinterfragen, bevor du blindlings handelst. Höre nun mein Urteil. Du wirst dich in den verbotenen Wald begeben und dort nach Rogar Ausschau halten. Ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört und befürchte das Schlimmste. Denk aber daran, ich glaube an eine zweite Chance, nicht an eine dritte. Und Jorah, kehre zurück an den Schlund. Ich brauche dich nicht mehr. Verstanden. Das... diese Drecksau... das hat er absichtlich gemacht. Damit er uns den depperten Auftrag geben kann. Ja, ich wollte mich nur hinlegen, Vollidiot. Ist ja nicht zu fassen. Ich habe umsonst dunkel gemacht, ne? Also, Nacht. Spiel mit deinem Tech-Zeug woanders rum. Ach, halt die Klappe. Unfassbar ist das, echt. Kriegen wir beim Hotel eigentlich ein Schlafzimmer? Boah, ey. So eine linke, miese, fiese Fiesling. Jetzt hab ich's. Ich brauche ein Bettchen, ich sehe nichts. Muss jetzt eine Magnesiumfackel nehmen? Da ist so dunkel. Da drüben waren immer Betten. Ich krieg eins. Jawohl. Bis zum nächsten Morgen pennen. Gutes Nächte. So, Moment. Und jetzt noch ein Schlückchen Kaffee zum Wachwerden. So muss das sein. Eine Anleitung. Aha. Die Fackel brauche ich eigentlich nicht mehr. Aber nehmen wir es halt mit. So. Na, schöner Mist. Das war abgemacht. Das war eine linke Nummer. Mistkerl. Spurensuche. Was will er da haben? Hakon möchte, dass ich mich auf die Suche nach ein paar versprengt. Ach so, das war die, genau. Altlasten. Nein. Das war's, glaube ich, ne? Der Werk Jora möchte, dass ich ihm Maschinenteile bringe, aus denen er Elix extrahieren kann. Ich soll mich dafür beim zerstörten Konverter in Ethan umschauen. Elix für den Mana-Schrein. Nicht willkommen. Bertram ist ein Kleriker. Das gefällt nicht jedem. Falsche Lehren? Bin ich jetzt doof? Wo ist denn das? Das ist ja verkehrt, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Ah, Angrim, das war's, ne? Oder? Na. Das ist wieder was anderes. Hä? Ah, der Setzling im Wald. Da haben wir's.
Angrim möchte, dass ich im verbotenen Tal nach Roga Ausschau halte. Genau. Da werden wir mal schauen, ob wir das überhaupt hinkriegen. Ne? Er hat es ein Stück weiter weg. Aber wir sind ja schon mal bis hierher vorgedrungen zum großen Aufzug. Und ich glaube, wir müssen einfach da runter beim Aufzug und dann können wir da hin. Können wir mal probieren, oder? Dann kommen wir ein bisschen aus der Stadt raus. Ist ja sicher nicht verkehrt. Ist für euch sicher auch super. Setzt halt immer die gleiche Kulisse. Jetzt sehen wir halt ein paar Bäumchen. Jawohl. Ein Fluss und sicher viele Viecher. Servus. Boah, cool, ne? Also man kann sagen, was man will, ne? Wir Menschen, wir haben echt ein Händchen fürs Überleben. Blöd? Was? Wieso soll ich jetzt blöd sein, du Depp? Da steht nicht, dass es verboten ist. Hotz dir gröber oder was? Stan! Hey, du hältst dir besser die Augen offen. Ein paar falsche Schritte und du bist Moos. Und damit wir uns verstehen, am Aufzug wird nicht herumhantiert. Ich allein bin mit Erwartung betraut. Wer hat den Aufzug errichtet? Bist du selbst einmal im verbotenen Tal gewesen? Na, wer hat den Aufzug gebaut? Wer hat den Aufzug errichtet? Das waren unsere Werker. Hat ein paar Wochen gedauert, das Ding funktionsfähig zu bekommen. Und was ist deine Aufgabe hier? Ich wurde angewiesen, das Ding zu bewachen und im Notfall kleinere Reparaturen vorzunehmen. Zurzeit ist er aber außer Betrieb und das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben. Außer du verstehst etwas von komplexer Mechanik, aber den Eindruck machst du nicht gerade. Danke, immer so freundlich. Genug, um zu wissen, dass der Mechanismus alles andere als komplex ist. Ich kann kein Handwerk, ne? Nein. Nein. Macht nichts. Ins Tal verirrt sich eh niemand freiwillig, der noch bei Trost ist. Das ist für die Verräter und Versager bestimmt. Ich dachte, es ist deine Aufgabe, dass der Aufzug läuft. Ja, und? Eines der Zahnräder fehlt. Also gibt es auch nichts zum Reparieren. Ohne ein passendes Ersatzstück funktioniert hier gar nichts. Und wo kriegt man das her? Da wäre noch was. Bist du selbst einmal im verbotenen Tal gewesen? Warte, da wäre noch was. Da wäre noch etwas. So? Warum hast du noch kein Ersatzteil für den Aufzug besorgt? Warum hast du noch kein Ersatzteil für den Aufzug besorgt? Hey, willst du mir unterstellen, ich mache meine Arbeit nicht? Beantworte einfach meine Frage. Na, weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Muss doch die Gegend im Auge behalten. Ja, ja. Kann ja nicht jeder so frei herumlaufen, wie du es tust. Lass mich raten, dieses Ersatzteil ist im verbotenen Tal und du hast Schiss, dorthin zu gehen. Also muss ein Grünschnabel wie ich das machen, ne? Wie lange fehlt das Zahnrad schon? Wie lange fehlt das Zahnrad schon? Seit vorgestern Nacht. Aber was interessiert es dich? Das Ding ist weg, fertig. Es wurde also gestohlen. Genau. Und das, obwohl du den Aufzug bewachst? Und das, obwohl du den Aufzug bewachst? Kann sein, dass ich irgendwann den Posten kurz verlassen habe. Das spricht nicht gerade für dich. Vielleicht hat auch einer der Männer bei den Wartungsarbeiten das Ding entwendet. Was weiß denn ich? Sagtest du nicht, du allein bist für die Wartung zuständig? Wir haben kein Überleben zwei, ne? Ich habe genug gehört. Ich habe genug gehört. Ah, jetzt verstehe ich auch, wie das gemeint ist mit Handwerk und mit Überleben. Wenn man dort beim Lehrer eine Fähigkeit lernt, steigt, wie soll ich sagen, die dazugehörige Abteilung. Ne? Also wir haben ja vorher im letzten Part eine Fähigkeit bei der im Überlebensbereich gelernt und haben dadurch Überleben Plus bekommen. Verstehe. Das ist voll praktisch irgendwie, voll cool eigentlich. Müssen wir schauen, dass wir gezielt dann unsere Fähigkeiten erweitern. Jetzt wäre es kamott gewesen, schon Überleben 2 zu haben, ne? Aber ich bin halt leider noch nicht gut genug dafür. Aber das werden wir eines Tages sein. Ich treibe das Zahnrad wieder auf. Hast du eine Idee, wo das Zahnrad zu finden ist? Jo, das wäre super. Hast du eine Idee, wo das Zahnrad zu finden ist? Nein, ich habe keinen Anhaltspunkt. Hier oben wirst du nichts finden. So viel ist mal sicher. Und wie sieht es unten aus? Sag mal, hast du nicht andere Probleme? Also hör auf, danach zu suchen. Ganz ehrlich, der hat das Zahnrad sicher runtergeschmissen. So wie der sie aufführt. Was sind das für Depp? Ich treibe das Zahnrad wieder auf. Du, was du nicht lassen kannst. Bist du selbst einmal im verbotenen Tal gewesen?
Bist du selbst einmal im verbotenen Tal gewesen? Was soll ich denn da? Das ist doch nur für die Verurteilten bestimmt, die unser Gesetz missachtet haben. Und unsere Väter taten gut daran, es für das Pakt zu reservieren. Dort ist es alles andere als ungefährlich. Aber mich muss das ja nicht kümmern. Ich mache mir immer einen Spaß daraus und erleichtere mich über ihren Köpfen, wenn wieder einmal ein paar arme Würstchen versuchen, hier hochzukommen. Du bist so ein Arsch. Und wenn jemand zu Unrecht verurteilt wurde, oder du trittst sie runter, wenn sie es geschafft haben. Ja, das passt zu ihm. Unrecht verurteilt? Und wenn jemand zu Unrecht verurteilt wurde? Zu Unrecht? Das glaube ich nicht. Unser Gesetz wurde ja nicht von Idioten zu Papier gebracht. Selbst wenn. Die meisten, die da unten stecken, gehören eh nicht zum Eisenclan. Also können sie mir egal sein. Solltest du dich dort unten umsehen wollen, sei vorsichtig. Manche Biester sind leichte Beute, aber andere, naja, du wirst es herausfinden. Wie viele Verbannte leben im Tal? Wie viele Verbannte leben im Tal? Früher waren es wenige. Seit Angrim aber vor ein paar Jahren zum Warlord des Eisenclans berufen wurde, ist ihre Zahl gewachsen. Trotzdem ist es unmöglich, eine genaue Aussage zu treffen. Niemand führt Buch über diejenigen, die dort während ihres Aufenthalts verstorben sind. Nur diejenigen, die es schaffen, ihre Strafe abzusitzen, sind von Interesse. Ja, ja. Ist schon klar. Dieser Angrim, Alter. Wenn ich könnte, ne? Wenn ich könnte, würde ich ihn sofort ersetzen. Was? Und da steht nicht, dass ich das nicht nehmen darf. Zum 30. Mal, du Gimpel. Unfassbar, echt. So. Ja, ich bin immer höflich. Was denkt ihr denn? Ich komme, ich habe ja eine spitzen Kinderstube. Ja. Meine Eltern gaben sich da immer sehr viel Mühe. Wirklich, das ist kein Sarkasmus. So. Ich bin auch froh, dass ich meine Eltern habe, muss ich echt sagen. Und auch meine beiden Schwestern. Was zum Teufel? Da knurrt er auch. Der Deichsel. Echt, da knurrt er gleich mal. Wie kommt das Viech da jetzt rauf? Au! Da, aufs Maul, du Mistviech. Ja, ja, die Energie und so, ne? Ja, auf die Gosch. Und nochmal. Zack! Und weg ist er. So, Mistviech. Und das bekommen wir? Okay, wir haben, glaube ich, mehr Zähne bekommen als sonst, ne? Oder überhaupt von dem Viech Zähne bekommen. Sonst haben wir nur Fleisch gekriegt. Ja, ist nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. So, was haben wir hier? Wiesenkraut. Entschuldigung. Da musste ich wieder husten. Da haben wir eine schöne Blutlache. Das kann man immer gebrauchen. Warum ist die Brücke hier bitte eingestürzt? Kann man mit dem Jetpack darüber? Ich sehe aber ein Viech da drüben. Ich sollte mal was essen. Da fällt mir gerade auf, ich habe komplett vergessen. Da. Das Essen. Falsch. Wo ist denn das Essen? Trockenfleisch, gebratenes Fleisch. Ich habe voll vergessen, das auf eine Taste zu legen. Ich gescheite Frauen. Ich muss da ein bisschen Abstand machen. Das gefällt mir so nicht ganz. Ich werde hier mal das Fleisch hin tun. Dann haben wir die Tränke. Und zwar den kleinen Heiltrank. Den tun wir dahin. Und was hatte ich noch immer? Einen mittleren Heiltrank, glaube ich. Ne? Den tun wir dahin. Genau. So passt das schon mal. Haben wir einen großen auch noch? Ja, können wir eigentlich auch noch platzieren. Der kommt hier hin. So gefällt mir das schon besser. Bisschen mit Abstand, das passt gut. Dann habe ich für mich selber einen besseren Überblick. Ach so, ein Pfeil war das. Den nehmen wir schon gern mit. Noch ein Pfeil? Das war gar keine blöde Idee. Wenn wir gleich dann mit dem Pfeil, mit dem Bogen erledigen, da drüben. Ich hoffe, das Fisch ist nicht runter. Und? Haben wir was getroffen? Hat der gerade gekotzt? Yeah, 25 Erfahrung. Er ist hin, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ja, habe ich gespeichert. Ich bin so blöd. So, also speichern, lieber nochmal sicherheitshalber. So. Passt. Und dann probieren wir unser Glück. Ja,
Ja, das klappt schon mal. Alchemist. Aha. Ein Pfeil im Kopf. Wer hat denn den erschossen? Vor allem von hinten. Das war ein gemeiner Hinterhalt. Aber warum? Ich habe jetzt flauter Entsetzen. Ein Berserker ist hier. Gar nicht geschaut, was der gedroppt hat. Und Köcher. Eine Heilpflanze. Und ein junger Hornwolf. Sehr gut. Die Zähne nehmen wir mit. Das sind dann später unsere Dritten. So wie wir es schon immer gehandhabt haben. Mit den Zähnen. Was glaubst du, was wir dann für scharfe Beißerchen haben? So. Dann würde ich sagen, wir bleiben mal hier stehen. Da unten ist ein Beißer. Wow, nicht zu nah. Vorsicht, ich stürze noch ab. Und, ja. Wir werden dann im nächsten Part schauen, was es hier unten Schönes für uns gibt. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Werde nebenbei auch was essen. Schaut's mal. ja, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Boah, das Fleisch hält aber nicht sehr viel. Da essen wir gerade noch ein Stück. Also dann, tschüssi.